Mahlzeit. Böser Hund. Mann, 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 immer diese Hunde hier. Gut, Counter TR erledigt. Ja, Charge T1 ist so scheiße zu erklären, also machen wir mit TR Continues weiter. Eigentlich ein Trick, den man nicht erklären müsste. Aber ich wurde jetzt drauf angehaucht, deswegen erkläre ich den nochmal. TA Continues, wir. So. Wer das hier? Also praktisch immer an TA und TA und TA und TA und halt immer Continues, ja? Im Prinzip. Mann! Au, au! Berserker! Ja, ich StarCraft, du Heinolf. So. An dem Trick ist eigentlich, man muss bloß ein bisschen nachdenken, dann erklärt er sich eigentlich von selber. Das ist, ihr müsst den Stift eigentlich bloß immer vorrutschen lassen. Ich erkläre das nochmal wieder. Also CA, ist ja klar, fangen wir meistens so, dass du einen CA-Ref kannst, so einen CA-Hamon, den muss ich auch noch erklären. Wollte ich ja auch doch. Obwohl, muss ich den erklären? Muss ich eigentlich nicht erklären. Keine Ahnung, Mann. Ich bin schon wieder überplant, egal. Die fangen halt meistens so, dass ihr ein TA Harmonic macht, ja. Bei diesen TA Continues würde ich euch empfehlen, also müsst ihr den Stift so fangen, wie es ob ihr ein TA wieder macht. Also so habe ich ihn jetzt, so fange ich ihn auch wieder. Und dann kann man TA Continues machen, ja. So, auf was ist dabei zu achten? Also wenn ihr die Hand so habt, von Seite bitte, rollt der Stift hier zu mir runter. Und wenn es so ist, dann rutscht er nach vorne. Und so müsst ihr auch das haben, weil der Stift muss ja schließlich nach vorne rutschen, damit ihr ihn wieder so habt. Wenn ihr es so aufstellt, rutscht er nach hinten. Das ist doof, das nützt ja euch ja nichts. Also stellt es runter und lasst ihn einfach, versucht wieder das anzuvisieren, wie ihr es gehalten habt zum Anfang. Also ich habe das ja so, hier ist meine Kappe. Dann, so muss ich ihn wieder auffangen, sage ich mir so. Dann fange ich wieder so auf. Dann mache ich erstmal das so und versuche immer wieder TA, TA zu machen. Funktioniert das nach einer Zeit gut, könnt ihr versuchen, diesen Stopp wegzumachen und das Ganze versuchen, ein bisschen smoother hinzubekommen. Ich bin natürlich jetzt kein Profi dafür, aber das geht dann schon mit der Zeit. Ihr müsst halt echt bloß immer versuchen, den Stift runterrutschen zu lassen und ja. Was mir auffällt, ich mache jetzt da noch was, und zwar wenn der Stift so rüber geht, tue ich den Daumen nach außen, dann rutscht der Stift runter, dann habe ich ihn wieder so. Aber wenn ich den Daumen jetzt so lasse, also ich drücke so dagegen, ihr seht, geht zu meiner Innenhand, geht es zur Hand, geht er hin, dann würde er nicht weiter runterrutschen. Dann würde ich ihn so haben, aber dadurch, dass ich aufmache, würde er weiter runterrollen. Auf. Auf. Das kriegt ihr halt nach einer Zeit raus, man kann das halt echt schlecht erklären, das braucht man im Gefühl, halt, das kommt, der Stift kommt halt so. So würdet ihr ihn fangen, aber dadurch, dass ich hier aufmache, diese Lücke, rutscht der halt weiter und dann fange ich ihn. Wie gesagt, übt einfach einen TA am Anfang, dass ihr ihn so wieder fangt, dass wir einen TA machen können. Das war mein Hauptziel am Anfang beim Üben vom TA Continuous. Und dann kann man natürlich loslegen. Da braucht man natürlich auch diesen Cardioid nicht mehr machen, wo man immer diesen Ding dazu gemacht hat, diesen Viper Reverse, und dann kann man immer geil TA, 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 BAM, BAM, BAM mäßig machen, ja. Wird in Kombos eigentlich nie genutzt, weil, wieso sollte man sowas machen, wenn es einfach, wenn es Double TA dafür gibt, sieht stylischer aus, ist einfach schöner. Aber, sagen wir so, wenn man jetzt nochmal einen Kugelscheibe hat, oder jetzt einfach so ein HGG, dann bietet sich das einfach an, vor anderen anzugeben. Ja, ja, guck mal, ich kann schreiben und ich kann, yeah, TA, siehst du? Ja. Was ich für Scheiße lache, Mann. Ich stelle jetzt mal Slow Motion rein. Slow. Ja, gut. Dann seht ihr es auch. Wie gesagt, braucht ein bisschen Gefühl, ein bisschen Zeit und dann funktioniert das, ja. Also, viel Spaß beim Üben. Ich hoffe, ich habe es erklärt hier, ne?